Ja, meine Freunde, meine Freunde, herzlich willkommen, meine Freunde, meine Freunde. Heute, meine Freunde, herzlich willkommen, meine Freunde. Herzlich willkommen zu diesem Video, meine Freunde. Und auf jeden Fall, Freunde, ihr dürft einmal raten, Freunde, auf was und wen wir heute reagieren werden, meine Freunde, meine Freunde. Und ja, meine Freunde, was haben wir uns heute überlegt, meine Freunde? Ich dachte mir einfach heute, wo ich aufgestanden bin, meine Freunde, dass wir heute eine Reaction drehen, meine Freunde. Und auf wen könnte ich denn heute eher eine Reaction drehen, meine Freunde, als auf meine Freunde, meine Freunde, meine Freunde. Freunde, wir reagieren. Oh, ich will dieses Wort Freunde aus meinem Wortschatz einfach streichen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Dieses Wort wird vergewaltigt, meine Freunde. Wir reagieren heute auf Seko und zwar auf das neueste Video. Frankfurt eskaliert, wie findet ihr? Ja? Dieses Thumbnail hat uns natürlich sofort angezogen, ne? Burak Abi hier links in Rot und Emine rechts. Natürlich wie immer mit einer Dose in der Hand. Sie ist immer kampfbereiten Stellung, wenn sie neben Burak Abi steht, ja. Okay. Nur 5 Minuten 24, etwas kürzer, aber let's go. Ja, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von heute. Was geht ab? Und mit Burak? Ja, Burak. Auf jeden Fall, checkt mein Video ab. Oh, Burak Abi war auf Soli oder was? Und checkt ihr auf Instagram ab. Wie ist der Instagram? Emine Dere 1. Und wie heißt der Instagram? Aber blende mich auch ein. Nein. Ja. Ich wollte schon gerade lautlos machen. Oh, check dir alle ab. Und ja, hab ich einen dabei. Wie heißt du? Cherry. Und wie heißt du? Cherry. Selina. Okay. Wie heißt du, Bruder? Chris. Woher kommst du? Bruder, kennst du mich nicht. Oh. Bruder, kennst du mich nicht? Warum soll man denn kennen? Auf jeden Fall. Guck mal, ne? Du weißt, was wir jetzt machen werden, ne? Okay. Wie findest du sie? Sei ehrlich, von optisch, ne? Drum und dran. Oh, sie ist cute. Sie ist echt süß. Kamera. Sie ist wirklich sehr cute, sehr spicy. But I'm not serious, but I must wissen, what is he, Sternzeichen? Ja, ich würde jetzt so tagsüber nicht so mit hohen Schuhen rumlaufen, aber was ihr Ding. So, ja? Aber warum war es daran schlimm? Oh, kleiner Schusscall. Hä? Hä? Schlimm? Ich könnte es nicht. Also so auf hohen Schuhen den ganzen Tag so in der Stadt. Aber es ist echt cute. Danke. Sie? Die ist hübsch. Dankeschön. Ist das dein Geschmack? Die hat schöne Augen. Also dieser Moment, wenn zwei Mädels, die sich nicht kennen, sich gegenseitig bewerten müssen, aber insgeheim denken, ah, Code mit dir, ich sehe doch viel geil aus, was willst du von mir, halt die Schnauze. Wenn du lesbisch wärst? Wäre ich lesbisch, einmal geht. Was willst du über sie sagen? Sieht nett aus. Ganz rechts. Sieht jung aus, nett. Und in der Mitte? Sieht jung aus. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein Lara. Bruder, was soll ich sagen? Kein Kommentar. Also, jeder darf machen, was man will, du. Was sagst du? Das war Hallo. Schon korrekt, danke schön. Mehr dazu sag ich. Ja, Walla, stabil. Ich dachte, jetzt wird geschossen oder so. Also, aber jetzt, ehrliche Frage an dich, ne? Wenn du. Ehrliche Frage jetzt wirklich an dich. Ehrliche Frage, ich bin gespannt. Ah, auf die Zunge gebissen. Ah. Den draußen sehen würdest, mit langen Haaren, würdest. Warum kann man sich versehentlich auf die Zunge beißen, was voll schmerzhaft ist, aber du könntest ja niemals. Kannst du nicht fest auf die Zunge beißen. Also, von dir aus geht nicht. Würdest du sagen, ey, ich spreche dir heute an oder würdest du sagen, nee, was? Ich ansprechen. Ja. Nee, niemals. Ich stehe auf Frauen, nicht auf Männer. Was ich. Also ich würde Trampolin springen. Finn, da kennst du dich da aus? Ich will. Warte, Bille. Wo hat er diese Witze rausgeholt? Oder ich habe ja keinen Witz gefunden, Digga. Bisschen. Hä, warum? Warum nicht? Das ist gut. Wie findest du den, sei ehrlich? Schönes Gesicht. Danke. Was heißt? Also, wäre das dein Geschmack? Nee, ist nicht mein Typ. Auf was für Typen stehst du denn? Chris Brown. Abdel, bitte komm, bitte. Bitte, komm mal ganz kurz hier, bitte, Wallah, bitte, Wallah, bitte. 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 Sieh mal kurz an. Ich will nur kurz eine Live-Reaction, ja? Was heißt? Also, wäre das dein Geschmack? Nee, ist nicht mein Typ. Auf was für Typen stehst du denn? Chris Brown. Ich frag mal gleich Chris Brown, ob der vorbeikommt oder auch auf dich steht.
mal weiter schlafen. Alles klar, mach mal deine Termine da. Ja, ja. Was? Chris Brown. Ja, ich meine jetzt so, wo realistisch so, wenn jemand so draußen rumläuft. Ja, die so aussehen wie Chris Brown. Also ein bisschen bräunlich. Light Skin, Dark Skin, so die Richtung. Wenn er ein bisschen dunkler wäre, wäre das doch nicht schlimm, oder? Nee, wäre nicht schlimm. Also würdest du schon nehmen? Nö. Ah, noch nicht? Nee. Und du? Also die sieht schon gut aus, aber von, sieht ein bisschen so Maggis. Aber sie sieht so Maggis. Sagst du? Kleiner Tipp an dich, Seko. Wenn man ein Meme einblendet, dann lässt man die Hintergrundmusik weg, man cuttet die weg. Man lässt nicht Hintergrundmusik und ein Meme gleichzeitig laufen, das macht man nicht. Du stehst ja auf Frauen, oder? Also ich sehe ja auch von optisch her wie Frau aus. Also könntest du doch eigentlich schon mich daten wollen eigentlich, ne? Eigentlich ja. Du siehst optisch aus wie eine Frau. Was ist das in deinem Gesicht? Also wenn Burak Abi optisch wie eine Frau aussieht, dann sehe ich optisch aus wie The Rock. Ja, und warum ist es noch mega sorry, aber nicht. Also ich weiß jetzt nicht, warum das Meckes Augenbrauen sein sollen. Bei uns hat man früher zu Meckes gesagt, wenn jemand zusammengewachsene Augenbrauen hatte, dann hat man Meckes gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt daran der Witz sein sollte von Burak Abi. Jetzt, was sagst du dazu? Meckes Augenbrauen? Stimmt. Stimmt das für dich? Ja. Ja, aber... Was definieren die denn unter, also was verstehen die unter Meckes Augenbrauen? Die gibt sogar selber zu, dass ihr Augenbrauen Meckes sind, ne? Ne? Du hast gesagt, dass du stehst auf Frauen. Genau, und du siehst mich ja auch als Frau, oder nicht? Hand aufs Herz, ne? Ich frage mich, wie viele Menschen überhaupt auf diesem ganzen Universum jemals... Wir packen alles dazu, Lebewesen, wir packen alles dazu. Welches Lebewesen hat jemals zu Burak gesagt, du siehst optisch aus wie eine Frau? Ich schwöre nein. Aber warum, Bruder? Bruder, eine Frau hat Kurven, eine Frau hat ein frauliches Gesicht. Ah, okay, du meinst... Nicht jede Frau hat Kurven, so definiert man eine Frau nicht. Aber okay. Was meinte er danach noch? Frauliches Gesicht. Frauliches Gesicht, okay. Ah, okay, du meinst, du brauchst Hintern, oder wie? Oh. Moin. Mit sowas Schwulen kann man bei mir nicht ankommen. Oh, ey, das war grad... Boah, ey, das war grad... Ey, nein, ne? Nein, niemals. Was bedeutet denn das, für dich denn Schwulheit? Was? Schwul? Was bedeutet für dich schwul sein? Auf einem Mann stehen. Miro, auf einem Mann stehen. Was? Ja gut, aber ich bin ja nicht schwul, ich bin bisexuell. Also die steht auf zwei Sachen. Okay, wie geht das? Auf der einen Seite magst du Schwanz, auf der anderen Seite magst du Loch. Wie geht das? Nein, es geht darum, dass es eine Angeborenheit ist. Das ist nicht das, was ich gewählt habe. Ich bin einfach so geboren, ich lebe einfach so. Ich kann diese Zusammenfassung von... Ich kann das nicht mehr hören von denen sein ganzes Leben. So, ist eine Angeborenheit? Aha, ich habe mir das nicht ausgewählt. Meine Sexualität. Seit wann? Hm? Seit wann meint er? Seit wann? Ja, wie seit wann? Also nach meinen Kindheitstagen. Also. Seit meinen Kindheitstagen. Kindergarten. Boah. Okay. Ich hatte meine Eltern das outen, weil ich halt erniedrigt wurde. Sorry. Ich halt erniedrigt wurde. Ja, wissen wir, okay. Deine Eltern haben dich nicht akzeptiert und bla bla. Und ja, du hast ein sehr schwieriges Leben, deswegen setzt du dich für Menschenrechte. Ja, wir wissen alles. Ich wurde in einer. Was halten deine Eltern davon eigentlich? Meine Eltern tolerieren es nicht, akzeptieren auch nicht, unterstützen sowieso nicht, aber ich kämpfe dafür, allein im Leben klarzukommen. Also, ja. Und du findest nicht, dass da vielleicht irgendwas falsch ist oder dass man als Junge nur auf eine Frau steht? Falsch habe ich. Moment, der Sekko jetzt gelacht. Habe ich jetzt gerade einen Witz verpasst? Dass man als Junge nur auf eine Frau steht. Falsch habe ich dann gemerkt, als ich eher so war, wie meine Eltern es wollten. Und genau so einen Typ wie du, einen Kim Kardashian, als Sohn Fisch bestellt. Was laberst du, Mero? Ich schwöre. Egal. Ja, damit.
Was laberst du, Mero? Hab ich auch noch nie gehört. Klar. Digga, was soll ich sagen? Guck mal, jemand, wo schwul ist, kann mit mir eh nicht mitreden. Sobald du, also woran erkennst du, also guck mal, sobald jemand sagt, was soll ich sagen, weißt du sofort, der hat keinen Konter. Der hat keine Argumente mehr, der kann nicht kontern. Er weiß nicht, was er sagen soll. Weil in meiner Welt gibt's nur Frauen und also ich kann niemals auf Jungs stehen. Die Sache ist, hast du mal in deinem Leben mal Eiscreme geleckt? Hast du mal in deinem Leben Eiscreme geleckt? Nein. Nein. Eiscreme. Hast du mal Eiscreme geleckt? Hab ich nicht. Nur Löffel gegessen. Oder was hast du? Hast du nicht mal in deinem Leben mal Eis gegessen? Also wenn du darüber hinaus willst, dass ich irgendwas probieren möchte, nein. Also so, was ich jetzt mache, bin ich zufrieden. Was machst du denn, Bruder? Mit Frauen, ja, ne? Sei ja, du stehst auf Frauen, ne? Ja, klar. Hoffe ich mal. Ja, klar. Jedes Kind hat mal in seinem Leben natürlich Eis gegessen. Hast du Mama Eis gegessen? Was hab ich gegessen? Eis, Bruder, Eis. Eis? Nein, noch nie. Lüg nicht. Jedes Kind hat mal gegessen. Ich mag kein Eis. Ich habe eine Allergie gegen Eis. Ich kann es nicht essen. Okay, alles gut. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Also Leute, das war's mit unserem Video. Schuf Koran, das ganze Video. Alles hat keinen Sinn gemacht bis jetzt. Alles, alles, alles. Jedes Video hat keinen Sinn gehabt. Oh. Spaß. Also ich sag mal so. Einmal, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Eminem, wenn ihr noch weitere Videos. Hallo? Mit Eminem sehen wollt. Okay. Ja, ihr wisst, was zu tun ist, ne? Also, ciao. Ja, ihr wisst, was zu tun ist, Leute, ne? Ciao.